Bradley. Wir bauen heute den neuen Kids Ride Shotgun aufs Bike drauf, damit wir Radfahren können zusammen. Spazi? Ja. Ja, wo fahren wir hin? Hans Budart. Ja, und auf den Trail. Wir machen beides Spaß. Ja, aber wo fahren wir hin? Ja, das zeige ich euch gleich. Schaut mal, was da alles auf uns wartet. Aha, ein Marschgard. Dein Sattel. So schwer. Oh ja, das hängt irgendwo fest. Aber wo hängt es fest? Oh. Hier ist die Anleitung. Und ja, irgendwo waren noch coole Aufkleber. Oh, schau mal. Hier sind coole Aufkleber. Machst du Aufkleber? Ja. So, jetzt ist es fertig. Hier eine Lenkstange für den Kleinen zum selber festhalten. Und das hier war ziemlich einfach. Da wird hier unten einfach ein Spacer ersetzt. Da müssen allerdings noch ein weiterer Spacer unten drin sein. Und dann wird es einfach nur hier hinten noch mit einem Schnellspanner festgemacht. Und hier kann man die Länge verstellen. Also das geht wirklich, wirklich einfach zum Draufbauen. Und dann werden wir das gleich mal testen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt natürlich noch ohne zu fahren. Einfach mal als Test kurz drauf. Fühlst du dich wohl? Ja. Schau mal her. Mama, das hängt fest. Ja, wir müssen erst losfahren, Schatzi. Wir fahren dann zusammen damit, okay? Ja. Zusammen. So, wir sind unterwegs. Und der Kleine hat, glaube ich, so richtig Spaß. Macht dir Spaß, Schatzi? Ja. Ja? Wo fahren wir hin? Zum Wasserspielplatz. Zum Wasserspielplatz. Ja, wir haben vor, zum Filzansee zu fahren. Da ist ein fetter Wasserspielplatz. Und da werden wir dann auch einen kleinen Trail mitnehmen. Den Sandtrail, wenn alles gut läuft. Ich glaube, der ist genau richtig. Der ist flowig, aber auch spaßig. Bordsteine haben gerade schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schau mal, ich hatte hier eine Kamera. Läuft gut? Ja. Mitten auf dem Weg in Hopfgarten war dann auch noch Almabtrieb und das haben wir uns natürlich ein bisschen angeschaut. Ein bisschen Almabtrieb. Genau, Almabtrieb. Das heißt, die Kühe kommen jetzt von den Almen wieder runter in den Stall über den Winter. Die waren im Sommer nämlich auf dem Berg, weißt du? Auf dem Berg, weißt du? Und in Brixen gab es dann einen kleinen Pumptrack, den wollte der Kleine auch unbedingt ausprobieren, auf dem Fahrrad und auch zu Fuß. Und es hat so richtig viel Spaß gemacht und auch richtig super gut geklappt. Hat dir das Spaß gemacht? Ja. Willst du das mal wieder machen? Ja. Supi, schau, wie wir da drüber fetzen. Die waren besonders cool, oder? Ja, die müssen wir da machen. Und ganz wichtig beim Sport ist natürlich auch immer die Jausen. Was gibt's gerade zum Essen? Müsliriegel. Müsliriegel? Ist lecker? Wir haben es bald geschafft. Filzansee rückt näher. Und es ist nochmal mega warm. Nicht mehr weit weg. Nicht mehr weit weg, nein. Nicht mehr weit weg. Er übt schon fürs Trailfahren. Natürlich im Stehen. Spielplatz ist erreicht und das ist hier echt ein absolutes Paradies. Du willst kegeln? Machen wir gleich. Also hier ist so einiges geboten und da dahinter ist dann auch der große See. Und das ist dann der große See. Und hier gibt es aber auch noch ein paar Sachen für die Kinder. Da kann man unter anderem so einen Riesen raustreten. Und man kann auch als Erwachsener schwimmen gehen. Da habe ich noch ein paar Bilder für euch, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt, wie es hier aussieht. Und natürlich kann man auch mit der Gondel hochfahren. Oder wenn man noch einen Parkplatz ergattern kann, kann man auch ein Stückchen mit dem Auto hochfahren und dann zu Fuß weitergehen. Möglichkeiten zum Spielen gibt es auf jeden Fall unendlich gefühlt und für die Erwachsenen eben auch den See oder auch die Filzalm zum Einkehren. Also für jeden was dabei.
so sportlich. Und weil alles so richtig gut gelaufen ist, konnten wir dann wirklich den Sandtrail komplett runterfahren. Der Kleine hatte mega viel Spaß und will am liebsten gleich wieder loslegen. Hast du Spaß gehabt, Schatzi? Ja. Ja, es ist richtig cool. Ja. Willst du das öfter machen? Ja. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Tschüss! Tschüss! Pippi, ja? Wir sind gerade am Wasserspurtplatz unterwegs. Dann rutschen wir, dann machen wir uns da nackig. Dann rutschen wir und da klettern wir. Und fertig. Sind wir gut zurück? Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Und jetzt willst du was bauen? Ja, das.